One, two, oh, one, two, three, four. Ganz großer Fehler. Warte. Was denn? Du hast schon zusammengebaut. Was ist los? Was machst du, wenn der undicht ist? Wieso? Wasser ist drauf? Was ist los? Hä? Da ist schon Wasser drauf. Ist alles dicht. Hä? Ja, Wasser drauf. Hast du die Heizung angemacht? Ist die Heizung an? Hast du den Schalter rüber? Nein, der macht ja den, nicht. Der Zahn spricht da über. Der macht erst den zweiten Kreislauf auf. Aber das ist deren persönliches Risiko. So. Und wenn die sich sicher sind, dann können sie das ganz so machen. Ganz ehrlich, also das ist mach. Geh dem Beispiel voran wie eine richtige Schraube. Machen die doch, das sind richtige Schrauber. Du, ich mach das mein Leben lang. Richard. Was willst du hier? Oh, wenn wir keine Opel-Schrauben, sondern Autos. Heißt das nicht, dass wir nicht rauchen? Yay. Aber schraubst du wirklich es? Schraubst du es zusammen, Jerry, und dann guckst du, ob er dicht ist? Sie ist dicht und fertig. Wenn wir den richtig einbauen und der ist richtig drin und wir kippen rauf, dann ist das doch, funktioniert das doch. Die ist am Couch. Da, ein bisschen das Silikon, oder? Oh, der ist drin. Schön, oder? Gut, jetzt geht das nächste Teil. Soll ich auch auffüllen? Na, diese Leitung rutscht wieder aus. Diese Hure rutscht immer wieder aus. Eigentlich soll ich den Sitz dabei wieder einbauen. Ja, Fahrerseitenkunst. Wenn nicht, kann man das wieder zusammenbauen, gell? Das stört eigentlich nicht mehr. Gib das Ding. Als Schuhfahrräder ja nicht rausziehen musst, und so Quatsch, ey. Völlig umsonst, der ganze Aufwand hier. Machen wir nächstes Mal anders, oder? Funzel. Funzel. Okay. So, das war's. Chinch-Kabel hier. Tuning, Aschebecher. Und ist er schwer oder geht's? Geht. Und das sieht schwach gängen. Das ist sehr schlau. Der eine komplettiert da drüben noch und der andere baut schon einen Sitz ein. Ihr schraubt schon ein paar Tage zusammen, oder? Ja. Die haben etwas andere Arbeitsabläufe. Ja, das drüben ist eins nach dem anderen. Da bauen die jetzt erst Mittelkonsole und so weiter zusammen. Hier ist der Markus schon am Sitz einbauen. Und das letzte Stück Mittelkonsole, das kommt dann am Ende drauf. Zum Beispiel haben sie hinten um die Handbremse um den Teil auch einfach eingebaut gelassen. Der fehlt bei denen, gell? Ja. Wobei, da sind auch noch ein paar Stecker und so weiter, die sie dann nicht abziehen mussten. Das kann jetzt natürlich richtig cool sein, aber es kann auch richtig in die Hose gehen, gell? Wenn der Sitz dann im Weg ist und sie die Mittelkonsole nicht mehr reinbekommen. Ja, die Schiene ist doch schon mal. Wir können die Schienen einfach nicht schieben. Das ist mein Problem. Deswegen muss ich jetzt vielleicht nochmal ganz außerdauern. Noch mal. Ja. Achtung. Achso, das ist der Stecker wieder dort. Toll. Was soll ich mal schieben, ziehen irgendwie? Nee. Keine Chance, das ist irgendwie, was sich allgemein ziemlich beschissen. Das ist halt einfach kein Volvo. So, irgendwie, ja. Ja, jetzt war es zu weit vorne, aber. Aber so der Plan, oder? Ja, jetzt passt's. Jetzt komm ich auch hier vorne an die Schraube zumindest hin. Passt bei dir hinten. Ja. Das ist ja auch kaputt, da, oder? Was ist das? Das ist doch auch kaputt hier. Das ist alles kaputt. Das ist aber blöd, dass das kaputt ist. Du, überleg dir, wie alt die Kiste ist und wie viele Leute hier dran schon rumgeschraubt haben. So, okay, wo sind die Kabel für die Dinge, Jerry? Welche Kabel? Für den Zigarettenanzünder? Na, müssen dahinter liegen. Schau mal. Müssen dahinter sein. Waren hier unten. Hätten wir rausziehen sollen vorher. Hätten wir rausziehen sollen. Pass auf, ich mach nochmal ab hier. Hier durch oder dadurch? Hast du? Okay.
Warte, hier, hängt der noch ein Stück noch? Jetzt. Jawohl, jetzt okay, das ist gut. Airbag-Steuergerät ist hier auf dem Tunnel. Ja, was ist denn das jetzt? Was? Das ist das nicht. Warten? Das ist das nicht. Nee, dann haben wir noch einen zweiten. Da muss noch einer hinten drauf sein. Da mal langsam mit dem Fisch machen. Da. Guck mal hier, da hast du. Jawohl. Hier weiter, also am selben Kabelstrang. Schau mal, hier rechts durch oder was? Nee, da durch. Da durch. Alter, hier, du Luder. So, wie war das Fisch? DTM Edition, da war nur gesteckt. Yes, ist mir warm, hey. Ah, aha. Hast du einen Einsatz rein? Da. Das da, das gefällt mir nicht da. Nein, das muss nach unten, wa? Ach so, hier, guck mal hier. Ah, schau mal, der ist hier. Da ist der auch der Schraub. Okay, jetzt. Jetzt. So, okay, jetzt sieht's gut aus. Jawohl, ab dafür. Alles voll Plastik. Da wir nur mit Oldtimern zu tun haben, ist das ja hier für mich moderne Technik. Hightech. Also Jungs, ich fülle jetzt auf, gell? Hansi, das ist der Herbert. Ich kann auffüllen, gell? Hat's gesagt. Macke, kannst du da schnell den Plastikschnorchel reindrücken? Ach so. Ja, so. Dann hattest du noch. Ist es dicht? Bisher ist noch nichts gekommen. Ist schon aufgefüllt. Ja. Kannst du da schnell über den Scheithebel mit helfen? Wo es länger ausschaut, die da waren, glaube ich, da oben. Kippenanzünder ja. Da. Die da waren unten, da ich mal behaupten. Ja, der war da, der schaut sehr so aus. War nur einer, nur einer. Kannst du die Handbremse noch ein bisschen aufziehen, dass ich da vorbeikomme? Oder irgendwie einen Gang, eine da. Und jetzt gebe ich dir die Stecker durch und du nimmst das. Oh, jetzt wäre das hier aber eine enge Nummer. Ja, ich glaube es auch. Also, wir sind schon recht weit jetzt, oder? Ja. Sorry, da fehlt was. Was fehlt denn? Hier. Die Abdeckung, hier. Liegt hier bei. Hier, guck mal. Hier liegt noch ganz viel. Warte mal. Sitz. Ach du liebe Bisse. Guck mal hier. Guck mal hier. So. Da war nichts. Da war nichts? Da war nichts. Nur Fenster über. Okay, gut. Schau mal hier. Verfluchte Kacke. Andreas, gib mir mal ein Kreuz. Was brauchst du, Jerry? Kreuz, hab schon. Holz und Metall, hier sind alles Plastik. Klipse, Klipse, Klipse. Plastik und Klipse. Und Dübel. Wie stand der Ding bei euch? Wir sind. So, wo war denn jetzt dies hier? Der hier. Der muss ja hier wieder rennen, der Kumpel. Fußausströmer, Heizung, ganz vergessen. Ja, sitzt. Super. Okay, gut. Okay. Alles klar, Onkel, da mache ich mein Sitz neu, ne? Mhm. Wir ziehen den mal neu mit Leder. Der sieht so bockwurstmäßig auf den Platz aus. Der muss neu. Ach, was da alles drin liegt, was ein Müll. Hey. Du kannst die ganze Karre aufräumen. Nägel, Zigarettenkippe, Zahnstocher, was weiß ich. Mit noch gebrauchte Kondome und so ein Kacke. Zahnstocher. Du kannst ja noch den Tripper holen. Wohin? Ich glaube, das wird eine ganz knappe Kiste, Jungs. Ich glaube auch. Weil die bauen gerade irgendwie Handschuhfach raus, keine Ahnung. Raus? Ja, die haben gerade irgendwie das Handschuhfach in der Hand. Ja, das bauen sie aber rein, oder? Ja, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall haben sie das Handschuhfach in der Hand. Oder sie haben was vergessen. Brauchst du ein Tuch? Vielleicht dir ein Tuch geben? Das Bier muss raus, gell? Das Bier muss raus. Vergiss dann, ja. Kreuz braucht man nicht. Haben wir alle Kreuzer drin? Keine eine. Keine eine, Kamerad. Die beiden sind hier gerade im Endspurt. Das kann nur noch wenige Sekunden dauern. Dann sind die beiden Sitze fest. Hinten links? Wo soll denn das heißt? Wo ist denn das her? Was hast du? Da, hinten links. Das war unten im Fußraum gelegen. Du, hier lag aber viel Plastik im Fußraum und auch hinten. Also, boah. Du. Dafür sind wir ja. Die gelbe Tonne steht draußen. Kreuzschraubentier. Was? Kreuzschraubentier. Ist ja gut. Moin. Sei ja nicht so böse. Hier schon einen sauberen Lappen. He? Super, danke dir. Einmal schön abwischen. Und wie ist der Stand? Eigentlich nur noch Sitz, oder wie? Ja. Jo. Fertig. Okay.
Charlie, gib mir noch ein Ding. Kreuzschraubentier. Dann kann ich schon mal anfangen, hier zu kontrollieren, ob das alles passt. Yes. Mensch, Verkleidung sind dran. Super. Moment, das Werkzeug muss raus. Ja, ja. Aber der Sitz. Vorn zurück, Handschuhfach. Hier, die Fußmatte muss rein. Nils. Was ist denn das? Ja? Füße hoch. Der ist kaputt. Der ist kaputt. Opel-Matte. Mensch. Krass. Alles festgeschraubt, Mann. Junge, das ist ein Profi, ist da. Nimm den Finger. Fertig! War cool. Ja, Hut ab, das habt ihr beide echt ganz schön flott gemacht. Vorgabe war 2 Stunden, ihr habt knapp über 1 Stunde gebraucht, oder? Ich hab nicht auf die Uhr geguckt. Klitschenass ist er. Sollen wir mal bei euren Kontrahenten schauen, wie weit die sind? Ja. Haben wir wieder eingebaut. Ja. Weil da noch eine. Ja, die ist noch ausgefüllt. Ja. Okay. Ja, was fehlt noch? Verkleidung fehlt? Nur noch den Sitz fertig machen und fertig. Gibst du mal die? Aber das ist mal ein ziemlich geringer Vorsprung. Sie waren richtig gut. Ja, sie sind sehr gut. Ja, verrückt. Klar. Habt ihr das Gefühl, ihr habt irgendwo Zeit vertrödelt? Nee, eigentlich nicht. Aber die Jungs sind gut. Die sind wirklich gut. Die sind wirklich gut. Na was? Und deshalb habe ich den Jungs auch schon verraten, dass ich mir sicher bin, dass ihr in der 2. Runde Paroli geboten bekommt. Mhm. Das war ja jetzt schon eine knappe Nummer. Und was ist die 2. Runde? Zieht euch warm, Plan. Gleich erfährst du es. Ja, ich glaube, wir sind durch. Trotzdem würde ich schlagen. Ja, schick ihn mal. Jetzt hätte ich ihn durch. Du, Nils, du hör mal. Richard kam zu uns und hat uns gesagt, dass die Kollege hatte sie Zeit zum Drehen. In ihrem Kaliber und wir nicht. Unser Vorschlag ist, wir machen einfach jetzt mal, dass wir sagen, durch den Mehraufwand der Stecker, sagen wir, machen wir unentschieden. Mhm. Damit die Sache fair ist, wir waren ein Stück schneller, aber die haben einfach ein bisschen mehr zu tun gehabt. Und wenn Richard sagte, die Sitze sind nicht gleich gewesen, dann machen wir jetzt einfach unentschieden aus. Genau. Das ist sehr großzügig von euch. Würde ich sagen, nach der Pause geht es dann mit 50-50 geht's los und dann schauen wir, wer das Rennen macht. Wenn sie gewinnen, gewinnen sie. Und wenn sie verlieren, verlieren sie halt. So einfach ist das. Finde ich perfekt. Die letzte Challenge entscheidet über Sieg und Niederlage. Ja.